Was heißt das jetzt? Nein. Unmöglich. Die schwebenden Steine, die wir schon im Maxis-Tempel gesehen haben, ich habe euch hier gesagt, ich sollte euch die ruhig einprägen. Aber es ist jetzt doch ein bisschen anders. Kristalle? Lucien? Es ist der Göttliche. Ich würde euch willkommen heißen, Drachenritter. Wenn dies ein Ort wäre, an dem man... Ich bin da jetzt einfach mal ruhig. Urteilt dennoch nicht allzu vorschnell, denn hier werdet ihr die Bedeutung der Ewigkeit erfahren. Arme Kreatur. Igerna ist eine weitere Seele zum Opfer gefallen und Damian, mein Sohn, ist stärker denn je. Trotz allem nenne ich ihn. Mist. Sorry, Leute. Zweifel habt ihr schon die Wahrheit erraten. Ich bin Lucian, der Göttliche. Am Leben. Auch wenn ich mir häufig wünschen würde, dass dir nichts zur Wehre, während ich mich hier in dieser Halbwelt aufhalte. In diesem Gefängnis ohne Zellen, das nur dazu gedacht ist, mich bei Bewusstsein zu halten und so die Pein der Erkenntnis spüren zu lassen. Als machtloser Zuschauer für die schrecklichen Taten des Verdammten. Nein. Dennoch schrie ich oft verzweifelt ob einer Person, die unwissentlich Damians Pläne vorantrieb, indem sie die Anweisungen seiner dunklen Geliebten befolgte. Denn aus den Tiefen der Halle der Seelen heraus hatte diese Rivelo nach ihrem edlen Ritter in der schimmernden Rüstung durchforstet. Wie? Der einerseits stark genug sein sollte, sie zu finden, andererseits aber auch ausreichend schwach, um kontrolliert werden zu können. Dann tratet ihr auf den Plan. Wir sind tatsächlich drauf eingefallen. Gesegnet mit der Kraft des Drachen, aber gestraft mit einem Geist, nach einem unvollendeten Ritual brach lag. Es war Igerna, die euch hierher geführt hat, und nicht Talan. Sie hat sich als diese tapfere Frau ausgegeben, um euch eine Vision davon zu zeigen, was sich alles ereignen würde. Dadurch hat euch diese Königin des Bösen eine Lüge glauben lassen, die selbst mein alter Freund Zandalor für wahr hielt. Igernas Leben sei Damians Tod. Eine Lüge? Nein, Drachenritter. Igernas Leben sorgt für die Unbesiegbarkeit. Oh mein Gott. Das habe ich von meinem verfluchten Sohn persönlich erfahren. Die beiden haben sowohl aus der Halle der Seelen als auch von außerhalb dasselbe Ziel verfolgt. Igerna war als erster erfolgt. Aber warum wollte uns Damian denn töten? Ihr habt trotz aller Widrigkeiten für diesen Erfolg gesorgt. Trotz des Liebhabers. Denn ich ahnen konnte, dass ihr Igernas Seele für ihre Wiederauferstehung und nicht für ihre Vernichtung suchtet. Oh. Und jetzt bleibt uns armen verlorenen Schatten in den Fängen des Bösen nichts anderes übrig, als ihnen dabei zuzusehen, wie sie die Herrschaft über Rivelon an sich reißen und all das auslöschen, für dessen Schutz die Helden der Menschheit so viel Blut vergossen haben. Nein. Wir müssen dem Verdammten und seiner Königin dabei zusehen, wie sie durch die blutroten Flüsse des Krieges in Richtung ihres Triumphes marschieren. Was? Nein. Wir haben versagt. Wir haben das Spiel gewonnen, aber wir haben versagt. Mein Gott. Ich habe immer für dich darum gekämpft, dich dem Tode zu entreißen. Und nun bist du hier, lebendig und frei, ohne meine Hilfe. Wie nur? Ich habe einen Lakai ausgebildet. Das kleine Tier hat sich als ungemein treue Seele herausgestellt. Kleines Tier? Will ich dir später. Ist alles bereit? Oh ja. Wir sind bereit.
Komm, meine Liebe. Es ist an der Zeit, dass unsere Eroberung beginnt. Nein. Ja, tötet sie. Oha! WTF! Oh mein Gott! Soll es das jetzt etwa gewesen sein? Revelon zerstört, aber eins müsst ihr mir lassen. Ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe ja mal ganz am Anfang gesagt, dass am Ende alles unter einer Herrschaft stehen wird, alles unter Damians Herrschaft. Naja, das war's mit meinem Let's Play. Ja, schade, damit hat es ja angefangen. Und jetzt ist es vorbei. Mein Fazit zu diesem Spiel. Etwa, wenn ich jetzt Punkte vergeben müsste, zwischen 85 und zwischen 80 bis 90. Irgendwas da dazwischen. Es war sehr gut, aber das Ende hat es alles ziemlich versaut. Die Grafik war auch mehr mittelmäßig und die Story hat sich am Ende zu sehr verdünnt für meinen Geschmack. Aber ansonsten, Leute, kauft es euch. Es ist super. Naja. Ansonsten gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Credits. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf Divinity 3. Werde es natürlich auch Let's Playen, sobald ich es habe. Beziehungsweise sobald ich es durch habe. Ich weiß nicht, wie ich das Blind Let's Playen will. Muss ich mir überlegen. Jetzt können die Credits lesen. Also der Anfang war noch richtig gut. Mit dem Seitenwechsel, dem Axos-Tempel, Lovis, der ganzen Hintergrundgeschichte über die Liebesgeschichte von Damian und die Gerner. Die Wächterinsel hat mir auch noch super gefallen, aber dann hat es mir nicht mehr gefallen. Aber das Ende, ja, es war zwar schrecklich, aber irgendwie auch genial. Überlegt es euch mal so, in jedem Fantasy-Buch, Film, Spiel gewinnen die Guten. Ha, jetzt gewinnen auch mal die Bösen. Haha. Naja, können wir das abbrechen? Ja, können wir anscheinend. Nein, können wir nicht. Können wir das? Irgendwie? Nein, können wir nicht. Ja, was gibt es jetzt noch zu sagen? Ich sag dann mal Tschüss. Und ich hoffe, ihr schaut euch meine anderen Let's Plays an. Ich weiß allerdings jetzt nicht, was ich als nächstes Let's Playen werde. Das werdet ihr dann eben am Tag, nachdem dieses Video online kommt, wahrscheinlich sogar schon sehen, wenn ich dann das nächste Let's Play online stelle. Ansonsten, macht's gut, bis irgendwann mal. Euer Garriott der Zweite.